Es gibt Neues aus dem Männerspielplatz. Der Pool ist wieder soweit. Ach, es hat geregnet die letzten Tage. Entschuldigung. Es hat gestern geregnet, wie aus Eimern wohl. Ich war gestern nicht zu Hause, aber ich habe hier meine Dachableitung in den sauber gemachten Pool reingelegt. Und ja, warm ist was anderes. Ist keine Ahnung, wie viel Grad das es hat. Es ist wunderbar erfrischend. Reingehen war ein bisschen zappelig, das Ganze. Ansonsten herrlich. Das ist das, was man an so einem Tag nach der Arbeit braucht. Ich habe gerade dem Schwiegersohn noch ein bisschen geholfen, Treppen zu legen. Das ist auch eine schwitzige Arbeit. Und jetzt gibt es etwas hier Entspannung pur im eigenen Pool. Herrlich. Ich zeige euch mal noch hier, wie der Pool befüllt wird. Und zwar gibt es hier dieses Leitungsrohr, welches hier oben an die Dachrinne rangeht und von der kompletten Dachfläche das Wasser ableitet hier in den Pool. Das Schwarze, was ihr da hinten seht, ist Sand. Leider verstaubt natürlich ein Dach in der Fläche. Leider verstaubt ein Dach in der Fläche relativ stark. Das heißt, da ist dann immer Sand drin. Jetzt bin ich mal am gucken, ob ich mir da irgendein Filtersystem oder sowas einfallen lasse, wie ich das entsprechend raussaugen kann, absetzen lassen kann, den Sand, und das Wasser einfach wieder zurückpumpen. Ciao.